Hallo 11 Team Sports Family, ist wieder euer Nelson. Ich befinde mich hier live bei Nike, meinem Showroom zu den 11 Team Sports Hero Awards. Der Duft von frisch gemähtem Rasen, der Stammplatz in der Kabine. Wir werden euch zusammen durch den Abend heute begleiten. Neben mir sitzt Marc Meurer, Marketingdirektor bei 11 Team Sports. Hi Marc, schön, dass du da bist. Ihr seid ja auf Mission Mannschaft. Kannst du uns mal erklären, was das überhaupt bedeutet für 11 Team Sports? Hallo da draußen zu den ersten 11 Team Sports Hero Awards. Ja, Mission Mannschaft ist bei 11 Team Sports schon seit Jahren ein fester Bestandteil und fester Begriff. Und was wir darunter verstehen, ist im Endeffekt das Einswerden von allen Spielern zu einem erfolgreichen Team. Mit allem, was auch dazugehört. Und ein wichtiger Bestandteil bei der Mission Mannschaft ist auch diese Einheit, zu der man gefunden hat, das auch eindrucksvoll auf und neben dem Platz zu präsentieren. Und dazu gehört das Überstülpen des Trikots, wo man stolz drauf ist. Und ja, Trikots und Teamsport-Equipment ist natürlich das, was wir bei 11 Team Sports extrem gut können. Und deswegen bin ich auch happy, dass wir mit unserer Expertise und mit unserem großen Teamsport-Team hier bestmöglich supporten können. Julias Familie ist der Beweis dafür, dass Kindheitsträume mit Zusammenhalt, Support und Ermutigung verwirklicht werden können. Dazu haben wir natürlich einige Fragen und die wollen wir ihr heute selber stellen. Ja, ihr habt richtig gehört, Julia Gwinn ist heute live bei uns im Call und ich würde sie gerne recht herzlich begrüßen. Hallo. Hi Julia, na? Ich kann dich zwar nicht sehen, aber ich kann dich auf jeden Fall hören. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Wie unterstützt dich denn deine Familie oder deine Helden, wie du sie nennst, jetzt als Profispielerin? Ich wohne zwar nicht mehr zu Hause, aber der Support von meinen Eltern hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, jetzt sind natürlich die Wege weiter geworden, aber ja, sie lenken eigentlich jeden Urlaub jetzt in meine Richtung, wenn große Turniere anstehen, dass sie da mit dem Camper hinkommen, sind bei der WM damals auch quer durch Frankreich gereist und genau, bei jedem Auswärtsspiel dabei, bei jedem Heimspiel auf der Tribüne. Und das ist schon was, was, glaube ich, ganz besonders ist und was mir auch extrem viel gibt einfach. Hast du eventuell selbst noch zu deiner oder zu deiner Jugendtrainerin heute Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Und ich schätze sie auch als sehr wichtig ein. Also bei mir war das immer so, ich habe ja sehr, sehr lange bei Jungs gespielt. Und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man da als Mädchen dann so gefördert wird und dann auch immer so wertgeschätzt wird. Und das, muss ich sagen, war über alle Jahre immer vorhanden und ich habe mich echt unterstützt gefühlt. Julia, hattest du auch mal so eine Hannelore oder irgendwie eine Betreuerin, die auch so total engagiert war? Auf jeden Fall, also wir haben die jetzt auch gerade noch bei uns im Verein. Und ich glaube, sie hat es ganz gut beschrieben, dass es ja wirklich wie so eine zweite Familie auch ist. Bei uns gibt es auch viele Spielerinnen, die eben nicht aus München kommen und deswegen, ja, ist die Mannschaft einfach eine zweite Familie und sie ist sozusagen wie eine Mutti für alles zuständig. Man kann sie immer mit allen möglichen Sachen fragen, nach Ratschlägen und das ist schon was glaube ich, gerade Spielern und Spielerinnen in der Mannschaft sehr, sehr viel gibt und das sind wirklich die wahren Helden. Kommen wir nun zu unserer Preisverleihung. Der yes. Grund, wieso wir ja eigentlich alle hier sind. In der ersten Kategorie Trainer. Was zeichnet einen Trainer aus? Haben wir schon sehr, sehr gut von Julia Gwinn gehört. Deshalb starten wir direkt hier mit der Platzierung auf Nummer 3. Seit 50 Jahren im Verein aktiv, Jugendtrainer und Unterstützer der Fußballabteilung. Und natürlich ist von keinem Geringeren die Rede als yes. Max Schneider. Woo! Kommen wir zum zweiten Platz in der Kategorie Trainer. Ja, darüber hinaus gilt er als sehr guter Techniktrainer. Wird aber auch von seinen Kollegen als familiärer Trainer betitelt, der ein Freund fürs Leben ist. Der Gewinner ist Fabian Hebeler. Kommen wir nun zum ersten Platz.
Er ist die gute Seele des FC Borntal, ist dort wirklich sehr engagiert, ist A-Jugendtrainer, war lange Jugendleiter und ist Stadionsprecher der ersten Herren. Der Sieger ist Ricardo Wüstner. Zweite Kategorie, Betreuer. Ohne sie würden viele gar nicht laufen. Also würde viel erst gar nicht laufen. Der Betreuer auf dem dritten Platz ist seit 30 Jahren im Verein tätig. Dementsprechend ist der Gewinner Platz 3, Thomas Baum, a.k.a. Ast. Gehen wir direkt zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 haben wir hier ganz besonders. Haben wir zwei Personen, managen alles rund um den Platz, bereiten für die dritte Herrenmannschaft an Spieltagen alles vor. Und zwar vom SKG Bauschheim sind das Patrick und Daniel Welz. Herzlichen Glückwunsch! Kommen wir zur zweiten Kategorie Betreuer Platz 1. Und zwar geht es um jemanden, der sich um die gesamte Organisation der ersten Herrenmannschaft kümmert. Reserve, Ausstattung der Trikots, den Online-Shop, die Spieltransfers, die Auswahl der Testspielgegner, also ungefähr alles, was so anfällt. Und die sozialen Kanäle werden sogar auch noch von dieser Person vertraut. Also so ein richtiger Allrounder, würde ich sagen. Ja, unser Vereins-CEO auf jeden Fall ist Julia Ritter. Kommen wir nun zu unserer letzten Kategorie, Family and Friends. Und ja, was wären wir denn alle ohne die Unterstützung unserer Liebsten? Platz 3. Steht Ihre Schwester mit Rat und Tat zur Seite? Sehr gut. Christine Hallenstein, 33 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum zweiten Platz. Auch hier kann man sich auf diese Person sehr gut verlassen, auf und neben dem Platz. Nicht umsonst ist er auch der Captain von seinem Team. Dementsprechend Manuel Milki. Kategorie Friends and Family Nummer 1. Wir haben diesmal eine Family. Diese komplette Familie ist ehrenamtlich im Verein tätig. Papa Lars ist Handballtrainer. Mama Daniela ist Trainerin der Volleyballjugend und der Kindermannschaft. Die Kinder spielen auch selber Fußball und Volleyball. Und es handelt sich natürlich um Familie Hanschke. Hey. Jetzt, ja, nachdem wir euch nun die drei Kategorien vorgestellt haben und vorgezeigt haben, haben wir einen Preis für eine bestimmte und spezielle Figur, die halt im Sport ja ohne auf dem Platz halt nichts laufen würde. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, no ref, no game. Dementsprechend kommt hier bei den 11 Teams for Zero Awards der Special Honor Prize geht an Cem Yaxıluplu. Vielen Dank an die Beteiligten und die Nominierungen, die eingereicht wurden. Ohne euch wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen. Dementsprechend bedanken wir uns hier auch nochmal. Von ganz 11 Team Sports bedanken wir uns an dem Produktionsteam, die vor Ort mit dabei waren. Alle, die das hier heute halt auch möglich gemacht haben, hier vor Ort.